Das Modell selber ist ein englischer Frästeilesatz. Man bekommt also quasi nur die Spanten, Rippen, und da muss man das Ganze selber bauen. Und die Oberfläche, die wurde also mit quasi Silberlack gespritzt, dann wurde es abgeschliffen. Die Nähten wurden alle einzeln aufgedrückt mit einem heißen Lötkolben und so einem kleinen Aufsatz. Dann wird das Ganze geschliffen, ja, und gealtert mit ein bisschen Farbe. Das gibt so spezielle Techniken, ja, und dann hat man so ein Ergebnis dieses Modells. Das Modell hat jetzt ca. 20 Flüge hinter sich und bin mit dem Modell sehr zufrieden. Also bei den Modellfliegern ist es so, es gibt drei verschiedene Modes. Modes nennt man also, Mode 1 ist hier Querruder, links und rechts, und Gas, ja, das ist Mode 1. Und dann hat man auf der linken Seite hat man die Höhe und die Tiefe und Seitenruder links und rechts. Dann gibt es Mode 2, da haben die auf der linken Seite haben die das Gas, ja, und dann gibt es Mode 3, die haben dann alles auf 1 Stick. Das ist immer so, wie man es gelernt hat. Dann ist es so bei der Fernsteuerung, die Turbine wird gestartet, indem man den Regler hochzieht. Ja, das kann ich im Moment jetzt nicht machen, nicht, dass er die Turbine anläuft, ich weiß nicht, ob es schon aus ist. Dann hat man, ist es so, da muss man den Stick hoch und runter, dann gibt die Turbine den OK frei, dann wird der Startvorgang eingeleitet. Wenn das dann eingeleitet ist, dann fährt die Turbine kurz hoch auf Volldrehzahl und fährt wieder zurück. Und dann ist der Startvorgang eigentlich vorbereitet und man kann die Turbine fliegen, wie mehr das Modell. Man hat hier oben zum Beispiel drei Stellungen für die Landeklappen, das 1 und 2. Jetzt ist rausgefahren, du kannst da gerne mal schauen da auf dem Modell. Ja, das zeige ich dir gleich mal, und man fährt es wieder ein, und hier hat man auf der Seite das Fahrwerk. Das kann ich im Moment nicht bedienen, weil das Modell am Boden steht. Ja. Also das ist die Startstellung der Landeklappen, ja, und zum Landen wird die Speedbrake nochmal rausgefahren. Das heißt also, wir fahren jetzt ganz runter die Landeklappen, und die Speedbrake, die, was Sie jetzt sehen auf der linken und rechten Seite, das ist eine enorme Bremswirkung. Ja. Die wird auch, wie gesagt, nur zum Landen benutzt. Dann fährt man das Ganze wieder ein. Und dann ist alles auf Null und das Modell ist normal in der normalen Fluglage. Also kurz zur Erklärung des Turbinenflugzeuges. Und zwar hat man einen Hoppertank, einen Haupttank. Der Hoppertank ist dafür da, dass die Turbine keine Luft zieht. Sobald die eine Luftblase zieht, ist die Turbine aus. Deswegen ist dieser Hoppertank da. Dieser Hoppertank ist immer voll. Dann haben wir hier eine Kerosinpumpe. Die ECU ist dafür da, dass die Turbine gesteuert wird. Das ist ein kleiner Bordcomputer, kann man sagen, ja. Und ansonsten ist es so, dass man mit 3 Liter Sprit, Kerosin, ungefähr 10 Minuten fliegen kann. Die Turbine hat einen Schub von ca. 9 Kilo und das ist eine Evojet-Turbine und aus dem Hause Evojet. Und mit der bin ich sehr zufrieden. Die ist selbststartend, ja, die hat also eine kleine Kohle da drin, so einen Kohlezünder. Der wird vorgeglüht und dadurch startet die Turbine. Also mit dem linken Steuerknüppel steuert man das, den Pitch, um hoch und runter zu fliegen. Und links und rechts, da wird das Heck bewegt, um sich im Kreis zu drehen.
Und beim rechten fliegt man nach rechts und links und so vor zurück. Landeklappen, Fahrwerk, sowas gibt es hier alles nicht beim Hubschrauber. Gibt es nicht, nein. Gibt es sonst noch irgendeine Spezialität? Also hier oben der Schalter, damit macht man den Hubschrauber an. Der läuft dann auf eine Drehzahl hoch. Und mit dem Schalter hier hinten, das ist ein Notschalter, mit dem kann man dann den Hubschrauber sofort wieder ausmachen. Und die Reichweite von der Fernbedienung, wie groß kann man die einschätzen? Die Reichweite geht über mehrere Kilometer. Also soweit, da würde man den Hubschrauber gar nicht mehr sehen. Also ich habe rechts das Gas, links habe ich das Höhenruder und auch das Seitenruder ist links und rechts habe ich auch noch das Querruder. Und Klappen hast du bei dem Modell nicht? Nee, Klappen habe ich jetzt bei dem nicht programmiert, könnte man aber auch über die Querruder machen. Aha, und das Modell, kannst du dazu was sagen? Ist das was Besonderes? Oder? Das ist eigentlich einfach nur eine Trojan von Parkzone. Ja, die fliege ich jetzt seit 5 Jahren ungefähr schon. Naja, eher seit 4. Aha, und schon mal eine Bruchlandung gemacht? Nö, oder?
Nee, eigentlich nicht. Echt nicht? Ich bin nur mal auf dem Hüppel, da ist vorne das Fahrwerk umgeknickt. Ich fliege jetzt mit der Fernsteuerung mal nach links, dass sich der Kopter nach links bewegt. Halte ihn an. Fliege dann wieder nach rechts, dass sich der Kopter nach rechts bewegt. Das gleiche kann man dann auch nach vorne machen, dass er sich nach vorne bewegt, der Kopter. Und nach hinten zu bremsen, beziehungsweise um ihn nach hinten zu fliegen. Das waren das die Funktionen des rechten Knüppels, und mit dem linken Knüppel kann man auch mit der Bewegung
die Linksdrehung des Kopters einleiten. Und genauso in der Gegenrichtung, Rechtsdrehung, muss man den Knüppel nach rechts bewegen. Und die letzte Funktion ist dann der Pitch. Da drückt man den nach vorne, dass der Kopter nach oben steigt. Wieder in die Knüppelmitte, dass er die Höhe hält. Und Knüppel nach unten, dass er fällt.